sind heute auf der Straße, weil wir mehr Platz für Kinder auf den Straßen haben wollen, mehr Platz für Fußgänger, für Fahrradfahrer. So eine Straße wie die hier hat so viel Potenzial und das ist verschenkt, wenn nur Autos rumstehen. Schaut mal, so gut kann es gehen, so kann es funktionieren. Und natürlich wird auch nicht jeder sofort begeistert sein und jede, vor allem die Jedas, also die Männer erstmal nicht. Aber ich glaube, wenn sich es mal etabliert hat, werden die meisten nachher sagen, es ist besser so, wenn wir weniger Autos haben. Und an Mobilitätsmöglichkeiten mangelt es ja nun wirklich nicht. Und die, die das Auto wirklich dann brauchen, für die ist dann ja auch mehr Platz. Da drauf drückst. Das hier vorne. Weil nicht so viele Autos da sind, sind ganz viele Menschen da auf der Straße und belegen diesen Raum und genießen den. Und das werden wir jetzt auch mit der Kitty Kermess machen. Jetzt geht los mit der Fahrraddemo und die Kinder dürfen jetzt zeigen, wie es sein könnte, wenn sie auf den Straßen freie Bahn haben. Meine Motivation ist, dass ich mir wünsche, dass Kinder und Jugendliche sicher auf den Straßen unterwegs sein können und nicht weder sie noch ihre Eltern sich sorgen müssen, dass sie irgendwie vom Auto entweder fahren werden, angefahren werden. Für die Kleinen ist es einfach eine brutale Ungerechtigkeit. Es ist so stressig und ich habe selber kleine Kinder und es macht Angst. Wir wollen kindergerechten Verkehr, kindergerechte Mobilität. Also letztlich fairen Verkehr, damit eben auch kleine oder jüngere Menschen und ältere Menschen und eben nicht die typischen Kampfradlerinnen sicher und stressfrei durch Freiburg kommen. Und davon sind wir Lichtjahre entfernt leider noch. Ich glaube, so ein Pop-Up-Boulevard macht echt deutlich, dass es ein Gewinn ist, wenn es weniger Autos gibt und wenn es autofreie Zonen gibt. Viele Menschen erleben es als Verzicht. Oh Gott, ich darf nicht mehr Auto fahren, ich darf kein Fleisch essen, ich darf nicht mehr fliegen. Und hier wird eigentlich deutlich, was für ein Gewinn es ist. Wir haben weniger CO2-Belastung, wir haben weniger Lärm, wir haben mehr Möglichkeiten, uns zu treffen und zusammenzukommen. Und das finde ich den eigentlichen Gewinn dieser Pop-Up-Boulevards, dass eine klimagerechtere Welt eine viel schönere Welt ist. In diesem wunderbaren Stadtteilzentrum gibt es wirklich alles, was man zum Leben braucht. Ich habe wirklich lange davon geträumt, meiner Familie hier erst eine Pizza und dann ein Eis und später noch ein Käsekuchen-Picknick spendieren zu können. Hier mit Freunden und mit Nachbarn ein Schwätzchen zu halten und ganz entspannt meinen Wocheneinkauf tätigen zu können. Heute ist es soweit und ich wünschte wirklich, es würde jetzt einfach so bleiben. Es braucht ein gemeinschaftliches Herz, ein Zentrum, in dem sich alle wohlfühlen, sich austauschen können und alle Platz haben. Das funktioniert aber nur, wenn wir die Straße als Fußgängerzone öffnen. Wenn sich die Menschen hinter auf dem Gehweg ausgewiesenen Parkplätzen aneinander vorbeiquetschen, während Autos durch die Anliegerfreizone rauschen, kommt die Karl-Kistner Straße schnell an ihre Grenzen. Wer sich kein Auto leisten kann oder möchte, hat dann das Nachsehen. Dann ist es hier eng, stressig und unattraktiv für die Passantinnen und weniger lukrativ für den Einzelhandel. Wir wünschen uns ein Haslach, das menschenfreundlich ist, in dem sich jede und jeder wohlfühlen darf, in dem Ältere ihren Lebensabend genussvoll verbringen dürfen, in dem Erwachsene ihre Rush-Hour of Life stressfrei, erfolgreich und verantwortungsvoll meistern können. Und vor allem wünschen wir uns einen Stadtteil, in dem Kinder und Jugendliche wirklich erleben, dass die Gemeinschaft sich für sie und ihre Zukunft ganz entschieden einsetzt. Dass ihnen die Welt offen steht, weil wir Erwachsenen sie ihnen bewahren. Und dass sie hier ohne Zukunftsängste zu Hause sein dürfen.
Ein zeitgemäßes, klimaschonendes und menschenfreundliches Verkehrskonzept ist hierfür unter anderem unerlässlich. Applaus